Otto der Erste, oder wie wir ihn heute auch nennen, Otto der Große, sollte der erste ottonische Kaiser werden. Und wir wollen uns in diesem Video mit Otto dem Ersten etwas näher befassen. Wir wollen anschauen, wie er vom König zum Kaiser geworden ist, welche Hürden er dafür überwinden musste und was in seiner Herrschaftszeit alles geschehen ist. Und dafür schauen wir zunächst einmal zurück in das Jahr 929 und schauen uns nochmal an, wie die Nachfolgeregelung seines Vaters Heinrich I. ausgesehen hat. Ich habe das im Video zu Heinrich I. schon mal genauer erläutert, aber es ist an dieser Stelle auch nochmal wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen. Heinrich I. hatte mit zwei verschiedenen Frauen, Hatteburg und Mathilde, vier Söhne gezeugt, die alle theoretisch aufgrund ihrer legitimen Zeugung, also dass sie aus einer Ehe entstammten, sie hätten alle ein Anrecht auf ein Stück von der Herrschaft gehabt. Und wären sie Karolinger gewesen, hätten sie auch alle ein Stück der Herrschaft bekommen. Wir erinnern uns, die karolingische Herrschaftspraxis sah ja so aus, jedem Sohn einen Teil des Herrschaftsgebietes zu geben. Das führte auf Dauer natürlich zu Zersplitterung des Herrschaftsgebietes und durchaus auch zu Streitigkeiten zwischen den einzelnen Brüdern und Geschwistern, die dann zu kriegerischen Auseinandersetzungen innerhalb des karolingischen Reiches geführt haben. Aber Heinrich I. entscheidet sich gegen diese Art der Herrschaftsweitergabe. Nein, er beschließt, dass nur Otto allein Nachfolger werden solle und entscheidet sich damit zur Individualsukzession, so nennt man dies, wenn also nur einer der Nachkommen die Herrschaft bekommen soll, Individualsukzession. Aber es ist klar, dass natürlich die anderen Brüder und auch der Halbbruder Tankmar gerne mehr von der Herrschaft bekommen wollten und es deswegen klar ist, dass es zu Streitigkeiten kommen wird. Der Einzige, der sich raushält von Streitigkeiten, ist Brun, weil Brun sowieso für eine kirchliche Karriere vorgesehen war und damit keinerlei Ansprüche auf weltliche Macht hatte. Es kommt aber, wie es natürlich kommen muss. Zunächst einmal, nach dem Tod Heinrichs im Juli 936 wird relativ zügig Otto der Erste zum König erhoben. Er wird in Aachen zum König erhoben. Und Aachen, damit verbindet sich jetzt eine gewisse Symbolik, nämlich Karl der Große. Das war eine bewusste Anlehnung an Karl den Großen. Warum macht denn Otto sowas? Zum einen natürlich war Karl der Herrscher. Und schon zu der Zeit war Karl ein Vorbild für jeden Herrscher. Zum anderen kommt Otto aus Sachsen. Und das war ja jetzt nun kein Gebiet, aus dem bisher ein König entstammt ist. Und damit er den anderen Gebieten innerhalb seines Herrschaftsgebietes ein annehmbarer König werden konnte, entschied er sich für Aachen, einen gemeinsamen Identifikationsort. Aber, und das muss man genauso sagen, war Ottos Herrschaft keinesfalls gefestigt, nur weil er jetzt sich in Aachen hat krönen lassen und die ganze Symbolik mit reingespielt hat. Im Gegenteil, die eigene Familie war es, die versuchte, ihm diese Königsherrschaft streitig zu machen. Seine Mutter Mathilde wollte doch gerne, dass Heinrich, gehen wir nochmal kurz zurück, Heinrich, hier die Nummer 3, dass Heinrich doch der neue König werden sollte, weil eben jener Heinrich geboren wurde, als Heinrich schon König war. Als Otto geboren worden ist, war Heinrich noch nicht König vom Ostfrankenreich. Und Heinrich selbst wollte natürlich gerne auch mehr Macht bekommen. Die Folge war, dass Otto seine eigene Mutter entmachtet hat und ihr das zugesprochene Witwengut nicht hat zukommen lassen. Aber damit war auch die Problematik nicht beseitigt. Denn es gab diverse Auseinandersetzungen, zum Beispiel in Bayern. Nachdem Arnulf I. 937 gestorben ist, wurde Eberhard, sein Sohn, Nachfolger. Dieser Eberhard war es aber nun, der sich Otto nicht unterwerfen wollte. Und vor allen Dingen wollte er das nicht um den Preis der Investitur tun. Was bedeutet Investitur? Ein Begriff, der ja dann zu Beginn also im 11. und 12. Jahrhundert ein wichtiger Begriff werden sollte. Investitur bedeutet einfach, dass der Herrscher Bischöfe einsetzen darf. Das heißt, dass der weltliche Herrscher auf die Kirche eine gewisse Macht hat,
auf die Ämterbesetzung in der Kirche. Und dieses Recht war ein Königsrecht. Nun wollte aber dieser Eberhard dieses Recht für sich sichern, um in seinem Herrschaftsgebiet also eigene Bischöfe dann einsetzen zu können. Dies war natürlich wieder die Intention von Otto und so kam es zum Bruch zwischen beiden. Es kam zu zwei Feldzügen, die erfolgreich von Otto bestritten worden sind und so wird der Bruder von Arnulf, also des gestorbenen Arnulfs, 938 zum Herzog von Bayern eingesetzt und damit hat man zumindest den ersten Konfliktpunkt beseitigt. Es kommt dann aber zur ersten Erhebung gegen Otto. Und zwar spielt da ein anderer Eberhard eine Rolle, nämlich Eberhard von Franken, Graf Wichmann und Thankmar, das ist ja einer der Brüder Ottos. Sie versuchten jetzt Otto die Herrschaft streitig zu machen, allerdings funktionierte das nicht, und zwar aus ganz einfachen Gründen. Thankmar verstirbt und Graf Wichmann söhnt sich mit Otto aus. Und dann blieb dann nur noch Herzog Eberhard von Franken übrig und der unterwirft sich dann.